Willkommen, Freunde, zu einer Folge Boogeyman. Heute wird es ein bisschen gruselig. Ich hatte lange kein Horrorspielchen mehr. Ich will unbedingt mehr Horrorspielchen spielen, nur weiß ich nicht, welche Horrorspielchen Horror genug sind. Aber ich weiß, dass dieses Spielchen ein richtiges Arschloch ist, weil ich habe gehört, dass es sowas wie Five Nights at Freddy's, nur in deinem Kinderzimmer und mit einem Boogeyman. Boogeyman. Klingt irgendwie nicht so gruselig. Was ist das für ein Geräusch? Ich kann jetzt schon nicht mehr. Boogie, Boogie, Boogie Man. Los, zeig mir, was kannst du denn? Child's Play, Medium, Hard. Child's Play, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme direkt Medium. Ich fühle mich mutig, ja. Ich meine, ich habe den Boogie Man gerade beleidigt als überhaupt nicht gruselig. Da kann ich jetzt nicht den Kindermodus nehmen. The Boogeyman has 4 ways of getting into the room. Der Boogeyman hat 4 Wege, um in den Raum zu kommen. Listen for the unique, also du sollst die besonderen Sounds hören, die er macht und where he is coming from. Und das zeigt dir dann, aus welcher Direction er kommt. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die Kuckucksuhr tut macht, dann heißt das, oh nein, der kommt jetzt aus der Kuckucksuhr. Oder das Sparschwein plötzlich ein Geldgeräusch macht, dann kommt er aus dem Sparschwein. Glaube ich. Der Boogeyman, however, will learn to be quieter. Oh nein, er wird immer leiser und vorsichtiger. Also muss ich jetzt. Oh Gott, und da sind bestimmt voll die krassen Jumpscares, was? Door, Window, Closet. Okay, Vent. Tür, Fenster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Next. Oh ja. Weather and Distractions. Okay, Wetter. Fires, Weather and Where is. Ach, ich. Ja, verstehe ich schon. Wird. Ich will das nicht spielen. Ich will das nicht spielen. Ich will das echt nicht spielen. Five Nights at Freddy's ist so ziemlich das einzige Horror-Game, was mir in letzter Zeit Angst bereitet hat, weil es war echt gut, Mann. Click right mouse button to continue. Nein, ich schau mir an, wie der Boogeyman hier so ein bisschen herumschlendert. Der kann sich auch gerade nicht entscheiden, was? Ach, leck mich fett. Okay, ich beginne ja schon. Hab geklickt. Hä? Ich kann das Licht an- und ausschalten? Achso, ich muss die linke Maus, die rechte. Okay, da geht's schon los, guck mal. Da geht's schon los. Nachtnummer. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching me right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people, the bogeyman, he got my sister. No one will believe me, they won't believe you either. Trust me, you'll need to learn to fight this by yourself. There are some spare batteries hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up, sorry. If you can last long enough, it'll leave you alone, like it did me. Eventually, I hope. Was ist das für ein Geräusch? Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ist das der Fernseher? Ich glaube schon. Okay. Also die hat irgendwo Batterien liegen lassen, unterm Bett oder sowas. Warte, ich muss jetzt hinhören. Halt die Klappe, Holly. Du musst... Na, du böses Ding. Thomas, das kriegen wir hin. Ich muss nur hinhören. Das Problem ist aber, dass ich Let's Player bin und rede. Und wenn ich rede, höre ich schlechter. Tut mir leid, Thomas. Tut mir leid. Ich wünschte, einer, der Walkthroughs macht, würde dir helfen, aber... Come on. You know you shouldn't be out of bed, Al. Not being in bed will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your eyes and count to 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da,
Das macht mich fertig, Mann. Das macht mich fertig, total. Ich hab gleich kein Akku mehr. Wo bist du? Ich hoffe, es wird einfacher, das Ganze hier. Unterm Bett muss ich ja auch noch gucken. Batterie. Ah, da kriege ich dann eine Batterie, wenn ich runtergucke. Alles klar, alles klar. Und bis wie viel Uhr muss ich aushalten? Bis 6 Uhr oder was? Hätte ich bloß die Beschreibung genauer gelesen. Hey, Monkey. Hey, Monkey. Ah, oh, die Batterie geht ja voll schnell leer. Ich muss jetzt mal aufpassen. Scheiße. Ich hoffe, ihr seht überhaupt etwas. Ansonsten muss ich das mal heller machen für euch dann. Aber naja, je weniger ihr seht, desto besser ist es für euch. Dann seht ihr halt nicht... Dann seht ihr halt diesen Boogeyman nicht. Der ziemlich eigenartig aussah. Ja. Mom? Mom, das ist nicht witzig. Ich kämpfe hier gerade gegen den Boogeyman. Ja, ich weiß, Boogeyman ist echt ein eigenartiger Name. Aber den gibt's wirklich. Den gibt's wirklich. Ist da oben jemand? Nein. Netter Versuch, netter Versuch. Wieso schließe ich die Tür einfach nicht ab? Egal, wir haben wahrscheinlich Angst. Wir haben Angst. Verkriech dich doch unter der Decke! Jeder weiß es, wenn du dich hinter einer Decke versteckst, haben die Monster keine Chance. Habe ich früher als kleines Kind gemacht. Immer schnell pinkeln gehen, dann schnell zurückrennen und unter der Decke verstecken, weil dann bist du im Lu. Ah! Das klingt fast wie Fenster, weißt du? Als würde jemand am Fenster da ein bisschen so kratzen. Haben wir es jetzt? Komm schon, komm schon. Tja, ansonsten... Ist das Fredbear? Guck mal, das ist eine Anlehnung an ihn, ne? Ich weiß, vielleicht ist es sogar vom selben Entwickler. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall merkt man schon die... Zusammenhänge. Hey, Kermit. Wo ist Piggy? Hey, Kermit. Da ist Piggy. Ihr könnt es ruhig treiben. Ich bin Kermit. Ich bin Kermit. Ja. Nein, kriegst du nicht. Wann öffnet er mal wieder den Schrank? Komm, öffne den Schrank, das war spaßig. Tja. Muss ich sonst vielleicht noch etwas tun? Muss ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, bis 6 Uhr müssen wir, oder? Bis 6 Uhr. Alles ist bis 6 Uhr. Verdammt nochmal. Nein. Aus. Und es werden bestimmt noch einige komische Sachen passieren, wie zum Beispiel das mit dem Bougie bis 10 gezählt hat und dann dieser komische Sound kam. Ah, kam schon. Eine Minute noch. Eine Stunde so gesehen. Eine Stunde noch. Eine Stunde noch, dann haben wir es geschafft, Thomas. Keine Sorge, Thomas, wir haben es geschafft. Gleich. Ha! Keine Chance, mein Lieber. Ich gehe mal kurz runter. Super, Batterie aufgucken. Das müssen wir auch lernen. Ach, warte mal. Nee. Ich dachte, ich habe gerade gelesen, dass Batterien sich automatisch auffüllen, wenn diese Batterie hier leer ist. Das heißt, wenn die hier jetzt leer geht, habe ich noch eine? Ach, ihr seht sie auch gar nicht. Hier. Ja, ja, verdammt, die Cam ist super platziert. Ich merk's ja schon. In der nächsten Folge wird's anders. Verdammt nochmal. Ich bin echt ein Profi. Na, na, na. Na, na, na. Haben wir's gleich? Gleich ist 6 Uhr. Gleich haben wir's, oder? Ja, es wird hell. Super. Super, haben wir gut geschafft, ne? Super gemacht, muss ich sagen. Darfst du jetzt mal auf Twitter posten, ne? Weil eine Vogelblanche. Ah ja, super. Super, toll. Muss ich echt noch eine Nacht spielen? Na gut, spiele ich halt die nächste Nacht. Wie viele Nächte gibt es eigentlich? Muss ich mich mal irgendwie erkundigen. Vielleicht gibt es unendlich Nächte. Night 2. Okay, alles klar. Gut. Wir wissen Bescheid. Das kriegen wir hin. Locker easy. Kein Problem für mich. Hauptsache, Kermit ist wieder dabei. Ich muss mich ja ein bisschen ablenken können irgendwie. Hey, Monkey! No, I don't like it when you hide in there. You know, the closet is only the second favorite place for the bogeyman. The second? What's the first? Under the bed. Everybody knows that. Boogeyman unter dem Bett?
Warte, was heißt das, dass ich, wenn ich unter das Bett gucke, dass da die möglicherweise ein Boogeyman auftaucht? Jetzt muss ich also immer unter das Bett gucken und dann direkt das Licht anschalten. Das war der Hinweis. Holly hat euch begriffen. Holly, nicht ganz so dumm, wie dumm ich bin. So, warte. Das geht ganz schnell, oder? Gleich haben wir die 1. Ich sollte weggucken, dann geht's noch schneller. Gleich haben wir... Heißt das zufällig, ich soll unter das Bett gucken? Hör dich! Wir müssen hin. Hör auf damit! Hör auf, deine Bälle fallen zu lassen! Oder hast du Bricks geschittet? Okay. Ich muss da jetzt ein bisschen hinhören. Ich glaube nicht so... Alter, der wird immer schneller. Der wird immer schneller, ne? Der wird immer schneller. Diese beiden Sounds klingen sehr ähnlich. Ah, das ist doch nicht dein Ernst. Wieso? Okay. Was hat das jetzt zu bedeuten? Dass er gleich da auftaucht, oder? Weil letztens hat er auch dort das Licht ausgemacht. Da. Das will mich nur ablenken. Hallo, Eule! Hey! Die Eule will mich ablenken, du arbeitest zusammen mit dem Boogeyman, hä? Wenn ich dich erwische, ne? Wenn ich dich erwische, ich weiß, wo du wohnst. Hogwartsstraße 4. Oh, eine Lampe, okay. Der wird immer vorsichtiger, okay. Wie lange haben wir es? Okay, gleich haben wir die Hälfte geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Ich versuche mich zu bemühen. So ist es nicht. Komm. Das sieht ja voll gruselig aus. Mama. Ich habe gleich keine Batterien mehr. Wenn ich ihn gleich einmal verscheuche, muss ich ganz schnell unter das Bett gucken. Oh nein, keine Spieluhren. Hör auf damit. Die sollen mich ablenken, die Dinger. Die sollen mich ablenken. Ding! Kackding! Oh, ist das gut! Das ist so gut! Das ist so gut, Mann! Das ist so gut, Mann! Okay. Mach's gut! Mach's gut, Flugzeug! Was soll der Scheiß? Oh, warte mal, ich wollte ihn da verscheuchen und dann unter das Bett gucken. Stimmt. So, pass auf. Ja. Los. Oh mein Gott. Das sah richtig gruselig aus, wie aus dem Schrank kam. Das war bis jetzt das Gruseligste. Hey, Kermit, du leuchtest ja nicht mehr. Nicht? Ja, genau das. Keine Batterien? Wo sind die Batterien? Wir haben da ein klitzekleines Problemchen. Was jetzt? Was jetzt, Mann? Oh, schaff ich nicht. Wie soll ich das schaffen? Mama, ich hab keine Batterien. Aber ich weiß, dass du da bist. Hör auf damit, Mann! Oh, scheiße, der ist im Raum, oder? Oh, scheiße! Oh! Oh, nein! Okay, kann mir einer erklären, warum ich keine Batterien unterm Bett hatte? Aber ich habe auch zu lange mit der Taschenlampe gescheint. Ich muss immer ganz kurz so zack, 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 zack. Boah, ist das gut. Das ist so gut. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es auch nicht mehr so gruselig, ne? Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr eine zweite Folge sehen wollt, dann sagt Bescheid. Und dann mache ich noch eine zweite Folge Boogeyman. Bis dann und schwingt euren Boogeyman.
Ja.